Also unsere grundsätzliche Aufgabe ist es ja, dass wir Informationen irgendwie darstellen müssen mit Signalen, und diese Signale, die werden dann durch diese Kanäle, über die wir gesprochen haben, übertragen. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, als erstes mal müssen wir die Information sowieso irgendwie digital darstellen oder analog darstellen, in irgendeiner technischen Form darstellen. Die technische Form, die ist zum Beispiel, wenn wir Menschen Informationen in Sprache gepackt haben, dann sind das Schallwellen. Die Schallwellen, die wollen wir mit einem Mikrofon auf elektrische Wellen abbilden, elektrische Signale. Und diese elektrischen Signale, die können wir beim klassischen Telefon, passiert das auch, fast direkt auf diesen Kupferadern von den Telefonkabeln übertragen. Fast direkt, weil man noch ein paar Details lösen muss. Und das ist das, was ich hier unter dem ersten Anstrich meine analoge Daten, analoges Signal. Die klassische Technik beim Telefonieren. Das Mikrofon wird fast direkt an die Leitung angeschlossen. Allerdings gibt es dann da auch, wenn man eine Leitung, so eine Überlandleitung zwischen zwei Städten oder genauer gesagt zwischen Vermittlungsanlagen besser nutzen will, also nicht nur ein Paar, nicht nur auf einem Paar ein Telefongespräch übertragen will, muss man da schon ein bisschen was machen für die Mehrfachausnutzung, und zwar benutzt man da Modulationstechniken. Also man moduliert einzelne Telefongespräche auf unterschiedliche Trägerfrequenzen und mischt das Signal zusammen. Wir werden da noch ein bisschen drüber sprechen, nicht allzu lang, aber ein bisschen. Also insofern stimmt das Nächste, was ich da sage, analoge Daten, analoges Signal, wird nicht in dieser Vorlesung diskutiert, nicht so ganz. Wir sprechen über die analoge Multiplex-Technik noch ganz kurz. Also das ist dieser Punkt A, über den ich hier nicht allzu viel sagen möchte. Bei B, da gucken wir uns jetzt den anderen Fall an. Ich meine, wir haben analoge Daten oder wir haben digitale Daten. Wir haben einen analogen Kanal oder einen digitalen Kanal und wir mischen die jetzt mal. Digitale Daten, das wären also dann Bits, die wir schon 0,1 repräsentiert haben als Ladungszustände im Speicher, als Zustände von einem Flipflop und so weiter. Und andererseits haben wir einen digitalen Kanal, wollen wir ein digitales Signal benutzen. Also keine sinusförmigen Schwingungen, sondern wir wollen am Ende der Leitung Strom einschalten oder Spannung einschalten, Spannung ausschalten, Spannung einschalten, Spannung ausschalten, um auf diese Weise das Signal über die Leitung zu übertragen. Wir wollen also auf relativ primitive Art erstmal, das wird dann noch ein bisschen schöner werden, den Ladungszustand in unserem Speicher bzw. den Zustand der Flipflops einfach so wie er ist an die Leitung anlegen können, eventuell noch mit einem kleinen Verstärker. Dazu braucht es aber Kanäle ohne wesentliche Frequenzbeschränkung. Also die Kanäle dürfen nicht zu lang sein, weil wir dann auch wieder eine Frequenzbeschränkung bekommen, beziehungsweise die hohen Frequenzen, die da enthalten sind, verzögert werden, stärker gedämpft werden und so weiter. Wir haben es ja diskutiert. Also unser Kanal darf keine wesentliche Frequenzbeschränkung haben, denn so ein Rechtecksignal, wir haben es ja uns angeschaut, ist ja in Wirklichkeit eine Summe von sehr vielen Sinusgliedern und da stecken auch hohe Frequenzen drin. Wenn der Kanal also irgendeine Frequenzbeschränkung hat, eine deutliche, wesentliche Frequenzbeschränkung hat, dann würden diese hohen Frequenzen abgeschnitten und wir würden hier irgendwie
sowas hier rausbekommen am anderen Ende. Wobei das noch geht. Schlimm wird es, wenn es dann irgendwie so hier aussehen würde, wenn noch mehr Frequenzen fehlen. Also wenn die Summe schon früh abgeschnitten wird. Wesentliche Frequenzbeschränkung im Kanal führt dazu, dass wir die digitalen Daten nicht einfach so mit dem digitalen Signal übertragen können. Aber es gibt genügend Kanäle in dem Umfeld unserer Computer, bei denen das eben geht. Bei denen wir also Kanäle ohne eine wesentliche Frequenzbeschränkung haben. Die Busse im Computer drin, die VI-Kabel zum Monitor, das USB-Kabel, Ethernet und so weiter und so weiter. Da fallen uns schon ein Haufen Sachen ein. Und das nächste, das wäre, wir haben analoge Daten und wir wollen sie mit dem digitalen Signal übertragen. Also, dann müssen wir, das hier haben wir diskutiert schon ein bisschen, und wir werden noch viel mehr darüber sprechen. Jetzt müssen wir irgendwie die analogen Daten dann digitalisieren und dann können wir sie auf diese Weise übertragen mit dem, was man dann hier vielleicht lernt. Die Telefonie im ISDN ist ein Beispiel. Oder auch die, bleiben wir mal bei der Telefonie im ISDN. Die ISDN-Leitungen, die sind werden in diesem Sinne betrieben. Also wir legen Bits in einer digitalen Codierung an die Leitung an. Das hat den Vorteil, dass man dann in den Vermittlungsknoten die Daten, die zu übertragen sind, digital hat und dort besser vermitteln kann. Die digitale Vermittlungstechnik, also ISDN-Vermittlungen oder auch andere Vermittlungstechniken, die erlauben einem dann ohne Konvertierung, in diese Zwischenstufe zwischen klassischem Telefonsystem und digitalen Telefonsystem zum Beispiel, die Sprache zu vermitteln. Ja, und das ist, der Transport ist dann entweder mit B, so wie hier, oder auch mit D. Sie werden sich auch gleich fragen, ob das Sinn macht, aber da müssen wir noch ein bisschen drüber sprechen. In dieses Gebiet hier da fällt eigentlich die Multimedia-Kommunikation, also in das Gebiet analoge Daten, digitales Signal. Wir nehmen Bilder, Video, digitalisieren sie und übertragen sie über unsere digitalen Kanäle, die wir haben. Das Video im lokalen Bereich zum Beispiel, wenn wir eine Videokamera haben, die digitalisiert das bewegte Bild und dann wird es meinetwegen per USB in unseren Computer übertragen. Und der letzte Punkt, die digitale Daten, analoges Signal, der greift jetzt das hier auf. Kanal ohne wesentliche Frequenzbeschränkung habe ich hier hingeschrieben beim digitalen Signal. Dummerweise gibt es eben da draußen viele Kanäle mit einer wesentlichen Frequenzbeschränkung. Wir können also nicht einfach diese 0,1-Pegel, 0 Volt, 5 Volt an die Leitung anlegen. Dann muss man in so einem Kanal mit echter Frequenzbeschränkung, dann muss man anfangen, die Bits, die wir haben, mit einer analogen Schwingung zu kodieren. Eventuell nehmen wir auch gleich mehrere von solchen Bits zusammen und packen das in ein zu ein analoges Symbol hinein. Und darüber werden wir sprechen, und das hier ist insbesondere die sogenannte Modemtechnik. Das werden wir uns jetzt auch mal als erstes anpacken. Das benutzt man zum Beispiel, um über analoge Telefonleitungen eine Modemverbindung aufzubauen beim Faxen. Sie haben ja wahrscheinlich schon mal irgendwie das Fax benutzt, alle in der einen oder anderen Form. Beim Faxen, da passiert genau sowas. Da werden auf das Faxgerät legt man seinen Brief drauf.
Dann wird das digitalisiert von dem Faxgerät. Und dann werden diese digitalen Daten mit einem End-zu-End-Protokoll übrigens in Anführungszeichen auch digital übertragen, aber unten drunter in diesem Kanal mit wesentlicher Bandbreitenbeschränkung von 300 bis 3400 Hertz ist ja der Telefonkanal, braucht es eine analoge Modulationstechnik, ein analoges Signal. Und auch im Funkkanal brauchen wir sowas, da müssen wir auch irgendwie analog modulieren, also das digitale Signal analog auf ein analoges, digitale Daten auf ein analoges Signal abbilden. Und bei den Glasfaserleitungen, ja, diese On-Off-Modulation oder Intensitätsmodulation, die ich Ihnen letztes Mal gezeigt habe, die ist auch schon eigentlich schon an der Grenze zum analogen Signal. Da kann man aber drüber diskutieren. Die Aufgabe, die wir jetzt nun haben beim digitalen Signal, dass wir digitalen Daten, die wir über analoges Signal übertragen wollen, die möchte ich hier noch ein bisschen, so die Anforderungen, ein bisschen hier zusammenpacken. Als erstes mal, wir wollen natürlich möglichst viele Datenbits in einem gewissen Zeitraum übertragen. In Anführungszeichen, wir wollen schnell übertragen. Möglichst viele Datenbits, naja, dann gibt es natürlich irgendwelche Probleme, die sich uns entgegenstellen. Bei der Rate, bei der wir von einem Symbol, das wir da übertragen im analogen Signal zum nächsten, umschalten können. Die Umschaltrate ist vielleicht nicht so hoch. Und auch, na, es gibt ja Rauschen im Kanal. Wie machen wir das denn, dass die Unterschiede zwischen zwei Symbolen groß genug sind, dass die nicht durchs Rauschen ein Symbol ins andere Symbol überführt wird, aus Versehen, fehlerhaft natürlich. Die Übertragungskanäle, das haben wir schon gesagt, haben eine eingeschränkte Bandbreite, also wir können nur einen gewissen Teil des Spektrums ausnutzen. Und bei Telefonleitungen ist es zum Beispiel diese 300 bis 3400 Hertz, die in unserem Telefonsystem historisch entwickelt worden sind, gewachsen sind. Oder in einem Fernsehkanal 7 MHz ist das Band, in dem ein Fernsehkanal übertragen wird, und dann wird Trägerfrequenz, wenn die Fernsehsignale auf Trägerfrequenzen aufmoduliert, und dann können wir über die Luft oder in einem Kabel vom Kabelfernsehen viele Kanäle gleichzeitig übertragen. Das bedeutet aber eben auch, dass man in einem Kanal wirklich nur die 7 MHz benutzen darf. Wenn jetzt einer der Fernsehkanäle nicht mit 7 MHz, sondern eine größere Bandbreite benutzen würde, dann würde er bei dieser Trägerfrequenzmodulation Teile seines Signales in andere Bänder überlappen und die stören. Das geht also nicht. Man muss wirklich diese 7 MHz einhalten. Und wenn man jetzt zum Beispiel Internet auf einem Kabelkanal übertragen will, dann muss man in einem von diesen vielen 7 MHz Kanälen, sagen wir mal 100 oder sowas ähnliches, seine digitale Daten mit dem analogen Signal übertragen. Internet im Kabelfernsehen macht genau sowas. Und wenn es viele Kunden gibt, dann wird vielleicht noch ein zweiter Fernsehkanal oder ein dritter Fernsehkanal oder ein vierter Fernsehkanal abgezweigt für diese Nutzung digitale Daten im analogen Signal in einem von diesen zur Verfügung stehenden Fernsehkanälen. Über die Modulationstechnik und die Modems für so einen Kabelfernsehkanal, da werden wir auch noch kurz dann später sprechen, so übernächste Woche. Die Energie, die man in einem Signal hat, die außerhalb des zur Verfügung stehenden Bandes sich befindet, also wenn Sie zu hohe Frequenzen benutzen zum Beispiel, die
geht entweder verloren, weil jemand, der Provider, scharfe Filter einbaut, die dafür sorgen, dass ihr, ja, wenn Sie diese Bandbreite haben, dann gibt es ja hier am Rand noch so Schutzzonen. Und das hier ist Ihr nutzbares Signal, die nutzbare Bandbreite. Und jetzt wird dafür gesorgt, dass Ihr Signal, das wird gefiltertes Signal, dass Ihr Signal sich nur hier befindet, also die Dämpfung, die nimmt hier ab für Ihren Kanal und dann geht die Dämpfung wieder hoch. Also wenn Sie hier außen im außerhalb Ihres Bandes Energie investieren, dann wird die abgeschnitten. Ja, jemand sorgt dafür, dass die abgeschnitten wird durch so einen Bandpassfilter. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wenn es das was nicht gibt, zum Beispiel im Funkkanal, dass das andere Leute stört. Die Energie, die Sie in den anderen Bändern ausstrahlen. Ja, wenn Sie sich einen Sender bauen, in dem Sie Ihr Signal übertragen wollen, einen Funkkanal, dann gibt es ja keinen, der da noch filtern kann. Und Sie haben zwar das Band zwischen bei 98,5 MHz, sagen wir mal, weil Sie Rundfunk machen, aber Sie übertragen damit wieder mit einem Megahertz und nicht mit den 40, 50 Kilohertz, die Sie hätten. Ich glaube, 50 Kilohertz ist so ein Bandbreit beim UKW-Rundfunk. Wenn Sie also mit größerem Band übertragen, dann überlagern Sie andere Frequenzen und damit andere Radiosender. Also das Energiespektrum des Signales, das muss so aussehen, dass Sie hier in Ihrem Kanal von hier bis hier Energie zur Verfügung stellen für Ihr Signal und außerhalb eben nicht. Und zweitens, das können wir jetzt auch gleich noch hier reinmalen, ne? Es hat ja Rauschen im Kanal. Das Signal, was Sie ausstrahlen, das muss dann schon stark genug sein, damit es sich übers Rauschen drüber guckt. Also es muss größer sein als das Grundrauschen im Kanal. Und wenn wir über, wir müssen noch was Zweites sagen, das Rauschen, das wird ja hier dazu addiert zum Signal. Was wir nicht machen können, ist, wir können also bei dieser Menge Rauschen hier, müssen wir, ja, der Abstand zwischen unterschiedlichen Symbolen, wenn wir hier noch so eine Amplitudenmodulation betreiben wollen, also Informationen in der Menge Energie, die wir da reinstecken, transportieren wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass die mehr als das Rauschen auseinanderliegen, die Symbole, auf den entsprechenden Satz, da kommen wir dann auch noch. Und das Nächste, worüber wir sprechen müssen, ist die Taktrückgewinnung. Das ist nun ein Kapitel, das Taktrückgewinnung oder eine Aufgabe, die sich nicht so unmittelbar locker und einfach erschließt. Man kann ja, denkt man sich, ich habe zwei Computer, die übertragen wollen. Malen wir auch nochmal. Ihr seid der eine hier, der hat natürlich einen Takt, mit dem er das Signal schickt. Mit dem er also jedes Mal, wenn wir hier eine steigende Taktflanke haben, ändert er, schickt er ein anderes Signal auf die Leitung. Und hier am anderen Ende gibt es den Empfänger und der hat auch einen Takt. Und hier gilt auch, der schaut jedes Mal bei jedem steigenden Taktflanke, wertet der den Eingang aus und entscheidet sich, ob das jetzt das Symbol 7 oder das Symbol 22 war. Je nachdem, wie viele Symbolwerte wir haben. Jetzt können wir ja sagen, wir müssen einfach dafür sorgen, dass diese Takte hier gleich sind. Können wir ja einstellen.
Es stellt sich aber raus, dass das nicht so trivial ist. Denn wir können zwar hier sagen, wir benutzen einen Takt von, sagen wir mal, 1 Megahertz. Oder sagen wir, nehmen wir gleich mal 10 Megahertz. Das macht es ein bisschen spannender. Und wir stellen hier auch 10 Megahertz ein. Um diesen Takt zu erzeugen, brauchen wir Schwingkreise. Und diese Schwingkreise, die werden stabilisiert. Also das wird natürlich auch noch abgeleitet, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Die werden stabilisiert mit dem Quarz. Also man nimmt so einen kleinen Kristall, schleift den richtig zurecht, dass der diesen Schwingkreis, der sagen wir mal 10 MHz Takt generiert, gerade auf die richtige Taktfrequenz, auf das 10 MHz zieht, stabilisiert. Jetzt ist es bloß so, dass man beim erstens haben diese Quarze Materialeigenschaften, sind nicht immer genau präzise dieselben. Und zweitens macht man natürlich beim Schleifen auch kleine Fehler. Das führt dazu, dass wir in Wirklichkeit hier nicht 10 MHz haben, sondern irgendwie so plus minus 10 Hertz oder ja, die Größenordnung. Und das haben wir mal plus minus 5 Hertz und hier auch plus minus 5 Hertz. Solche Quarze, wenn man die herstellt, kriegt man eine Genauigkeit von 1 in einer Million hin, 1 ppm oder so. Bei unseren 10 MHz hier links und rechts wären das also plus minus 5. Der könnte zum Beispiel auf 9,99996 MHz laufen. Und der hier auf 10,00000, wie viele Nullen brauche ich noch? 0,2. Dann liefen die um 6 Hertz auseinander. Ist ja nicht viel. Ist ja nur ein Millionstel. Das Dumme ist bloß, nachdem dieser Takt hier 10 Millionen mal rauf und runter gegangen ist, liegen wir hier um 6 Bit auseinander. Das heißt, unser Abtasten ist nicht mehr synchron mit dem hier. Wir liegen um 6 Bits daneben und in diesem Falle hat der Empfänger hier dann in der Zwischenzeit schon 6 Bits dazu erfunden, beziehungsweise auch ein paar verfälscht natürlich zwischendrin, weil er zum falschen Zeitpunkt abtastet. Um dieses Problem in den Griff zu kriegen, 10 Millionen Bits ist ja gar nicht viel, bei einer DSL-Leitung sind wir da nach etwas mehr als einer Sekunde. Also wir könnten, so wie das hier ist, nur 200 Millisekunden oder so ähnlich, wären wir im Takt und dann wären wir draußen. Man muss also irgendwas machen. Und die Antwort ist, wir könnten natürlich eine separate Leitung verlegen, auf der der Sender den Takt überträgt. Zu dem hier. Und der benutzt zum Abtasten nicht seinen eigenen Takt, sondern den, den er geschickt kriegt. Problem erledigt. Aber die Hälfte der Leitungen in unserem Übertragungssystem sind Taktleitungen. Das ist vielleicht nicht so toll. Also Hardwareaufwand. Und was man noch machen könnte, ist, dass wir die Modulation hier auf dieser Leitung irgendwie so hinkriegen, dass man den Takt zurückgewinnen kann. Aus dem Signal zurückgewinnen kann. Also, wir würden dieses Signal, das muss dann entsprechend gestaltet sein, hier im Empfänger betrachten und einerseits diesen Takt hier draus gewinnen, nicht mehr den benutzen, sondern den richtigen Takt daraus gewinnen und andererseits natürlich das Signal in Empfang nehmen. Also das ist ein Kapitel, um das wir uns kümmern müssen. Generell darf ich an dieser Stelle sagen, dass Zeit in verteilten Systemen ein Problem ist, ein schwieriges Problem, das man attackieren muss, das man lösen muss. Und die Lösungen sind auch nicht immer einfach in solchen verteilten Systemen.
So, ich möchte noch ein bisschen Begriffe klären, also diesen Begriff Basisband. Basisband, das ist, wenn wir solche, die Basisbandübertragung, die nennt man, wenn man so ein digitales Signal, Bits, die Pegel von den Bits direkt an die Leitung anlegt. Und ein, naja, im Wesentlichen, hier steht fast unendliches, man erzeugt auch ein fast unendliches Spektrum und das Wesentliche bleibt erhalten auf dieser Leitung, weil sie eben kurz genug ist und das Kabel von einer guten Qualität ist, dass das Band, der Kanal von einer guten Qualität ist. Und Modulation, das ist jetzt, wir haben bandbreitenbeschränkte Kanäle, Modulation brauchen wir bei bandbreitenbeschränkten Kanälen oder bei einer Mehrfachausnutzung. Und bei solchen Mehrfachausnutzungen dann wird das Signal dann auf eine Trägerfrequenz aufmoduliert. Das wollen wir uns auch angucken. Wir werden dann noch wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche über diese Mehrfachausnutzung sprechen. Da gibt es eben verschiedene Ansätze und man benutzt mehrere auch zusammen für die Mehrfachausnutzung. Trägerfrequenz und Zeitmultiplex, aber da müssen wir dann noch drüber sprechen. Zack. Jetzt möchte ich die Frage anpacken, wie viele Bits können wir denn in so einem bandbreitenbeschränkten Kanal übertragen? Und das kann man abhängig von der Frequenz, also von der Breite des Frequenzbandes, ganz konkret sagen, so viele. Da gibt es eine Formel, die uns die Obergrenze angibt, die, wenn wir jetzt betrachten, diese Formel, die uns die Obergrenze angibt, wie viele Bits kriegen wir in einen Kanal mit dieser Bandbreite und diesem Rauschen sicher übertragen. Da gibt es eine Formel, die diese Antwort bereitstellt. Und diese Formel, da kann man dann die Zahlen reinstecken, die ist nicht mal schwer, kann man die Zahlen reinstecken, die man hat, und hinterher weiß man, was man erreichen kann. Und wenn man da angelangt ist, dann kann man sich freuen, dass man nicht mehr weitersuchen muss. Solange man noch nicht an der Grenze angelangt ist, lohnt sich die Forschungsarbeit, die Entwicklungsarbeit. Und ich will diese Formel nicht richtig beweisen, aber ich möchte sie plausibel machen hier in der Vorlesung. Das ist halbwegs verstehen und ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wo das herkommt. Und anfangen möchte ich da mit dem Abtasttheorem, von dem Sie ja wahrscheinlich schon mal gehört haben. Ich möchte es hier nur noch mal kurz erwähnen. Das geht zurück auf, ja, eigentlich auf diesen Mathematiker Borel, der das vor 116 Jahren schon mal aufgeschrieben hat. Aber nicht als Beweis, sondern nur so als Randnotiz in seinem Notizbuch, wie das früher viele Mathematiker gemacht haben. Na, das müsste eigentlich so sein. Der Beweis, der ist jetzt ein bisschen lang hier für mein Notizbuch, aber das kann man schon beweisen. Dann hat er so eine Beweisidee gehabt, ne, in der Regel. Da gibt es ja viele Sachen, und das berühmteste ist dieser Satz von Fermat, ne? Obwohl dessen Beweisidee wahrscheinlich falsch war. Aber er hat sie ja sowieso nicht aufgeschrieben, hat sie also auf keinen Fall blamiert. Ein Herr Whittaker hat das dann 1915 auch tatsächlich bewiesen, aber erst sein Sohn hat 1929 die Veröffentlichung geschrieben über dieses Abtasttheorem. Und beim Abtasttheorem, da fragt man sich, wie häufig muss man eigentlich so ein Signal abtasten, also messen, wie viele Messpunkte muss man machen, dass das eindeutig identifiziert ist. Dass also, wenn auf der anderen Seite das Signal wieder zusammengebastelt werden soll, das analoge Signal aus diesen Abtastpunkten, dass man genau diese Schwingung hier, Modulo, Rundungsfehler, sagen wir mal, wieder zusammenbekommt.
und nicht irgendeine andere. Wenn man irgendeine andere produzieren würde, dann hätte man ja dieses Aliasing, was man auf keinen Fall will. Also wie häufig muss das Signal abgetastet werden, damit wir es wieder rekonstruieren können und das im Wesentlichen selbe Signal rauskriegen? Und die Antwort ist, dass die Abtastfrequenz, also der Takt, mit dem wir hier abtasten müssen, größer sein muss, echt größer, ne? Das ist ein echt größer Zeichen, da steht nirgendwo in der Umgebung hier ein Ist-Gleichzeichen. Man beachte. Und für Ist-Gleich, wenn die Abtastfrequenz gleich 2 Fmax ist, gibt es übrigens gerade Gegenbeispiele. Und die sind sogar einfach. Also die muss echt größer sein als 2-mal die maximale Frequenz im Signal. Wenn das hier die 0 ist und das hier F, um dieses Signal da drin in diesem Band eindeutig zu repräsentieren, müssen wir mit mehr als 2 F abtasten. Mit mehr als 2 F. Na, und dieses Beispiel hier, da steht auch schon, wenn wir 2 Abtastwerte machen bei einer Schwingung mit 1 Hertz Frequenz, dann wären die ja beide gerade hier Sinus von 0 und Sinus von Pi gleich 0. Also die konstante Funktion wäre dann da auch drin. Also es muss ein bisschen mehr sein. Wir müssten mit 1,01 Hertz oder 1,1 Hertz oder sowas abtasten. Also das ist das Abtasttheorem. Mit mehr als 2F Abtastwerten, 2F Max Abtastwerte müssen wir pro Sekunde anfertigen. Und jetzt wollen wir andersrum mal diesen Satz benutzen. Nicht, wie häufig müssen wir abtasten, sondern was können wir maximal transportieren? Wie viele Symbole können wir in so einen nach oben frequenzbeschränkten Kanal denn reinstecken? Und da schauen wir uns mal diese Formel an und wir überlegen uns, konstruieren wir mal ein Signal. Wir konstruieren ein Signal mit der Fourier-Synthese. Also wir nehmen lauter Sinus- und Cosinus-Werte. Hier stecken wir, da haben wir hier diese Summe, i gleich 1 bis n, j gleich 1 bis n, bj und hier haben wir ai und da vorne haben wir noch ein a0, das ist der Gleichstromanteil. Und was wir jetzt hier sehen ist, wir haben hier 1n, 2n plus 1, Koeffizienten, die wir da reinstecken. Die maximale Frequenz, die wir in das Signal reinstecken, ja, das ist Sinus von n. Also n ist die maximale Frequenz, hier beim Cosinus auch. Was wir jetzt also hier haben ist, wir haben bei einer Frequenz von n, 2n, im Wesentlichen 2n, solche Koeffizienten, die wir da transportieren können. Und wenn die andere Seite dann die Fourier-Analyse macht, dann findet sie ja gerade diese AIs und BJs wieder und kann diese 2n-Koeffizienten und den konstanten Wert noch identifizieren. Unser Kanal, der überträgt genau ein durch Fmax beschränktes Spektrum. Alle Frequenzen kleiner als in unserer Formel hier das n. Das, was wir, die Welle, die wir übertragen, die ist also eindeutig beschrieben durch diese Fourier-Koeffizienten AIs und BIs. Das ist bei periodischen Funktionen eine endliche Menge. Eine unendliche Menge wäre es bei aperiodischen Funktionen. Mehr vom Spektrum wird nicht übertragen. Wenn Sie hier einen AI für n plus 1 und n plus 2 und n plus 3 reinstecken, dann wird es wieder abgeschnitten vom Kanal. Abgeschnitten in dem Sinne, dass es zu stark gedämpft wird oder dass wirklich jemand das herausfiltert. Zu stark gedämpft passiert es natürlich auch. Wir können ja nochmal geschwind zurückgehen
Oh, ich glaube, ich habe eine Folie vergessen. Werde ich gleich noch nachliefern müssen. Wenn wir hier hingehen, sehen wir ja zu stark gedämpft, ne? Bei einer zu hohen Frequenz, hier bei 100 MHz, ist die Dämpfung so hoch auf diesem Kabel, dass das praktisch abgeschnitten ist. Also, Blätter, Blätter, Blätter. Kann man sagen, dass wir für die Summe, die können wir einfach nicht weiter als n laufen lassen, wenn n die maximale Frequenz ist. Und die Koeffizienten, die wir da mehr reinstecken würden, wenn wir es bis 2n laufen lassen würden, diese Summen da, die würden einfach abgeschnitten, verloren gehen. Also haben wir uns jetzt gerade davon überzeugt, plausibel gemacht, dass wir in so einem Kanal maximal 2 fmax-Symbole pro Sekunde übertragen können. Wenn wir diese Symbole hier in diese AIs und BJs reinstecken. Und hier müssen wir übrigens noch, muss ich noch ändern, den Subscript reinpacken. Das ist noch nicht so schön. Hier auch. Jetzt müssen wir diese Symbole anschauen, also diese Koeffizienten noch angucken. Die AI und BJ. Man könnte ja grinsend sagen, okay, ich kann nicht mehr als 2n solche Symbole übertragen. NAIs und NBJs. Dann mache ich halt die AIs und die BJs präziser. Muss ja nicht nur 0 oder 1 sein, kann ja auch 17,3 und 17,5 sein. Können wir Floating-Point-Zahlen reinstecken. Anders formuliert, wir benutzen mehrwertige Symbole. Wir könnten also nicht nur 2-Bit, wir könnten also nicht nur 1-Bit in so ein AI reinstecken, sondern wir könnten ja auch 2-Bit oder 3-Bit oder ein ganzes Byte oder 12-Bit da reinstecken. Dann hat das AI eben 4096 unterschiedliche Werte. Oder gleich 16-Bit, wenn wir schon mal dabei sind. Das ist sowieso eine schöne Zweierpotenz. Passt in 2 Bytes rein und so weiter. Und das führt uns dazu, dass wir zu dem Begriff Symbolrate kommen. Im Gegensatz zur Bitrate. Wenn wir pro AI nur ein Bit reinstecken, dann entspricht die Symbolrate der Bitrate. Wenn wir pro AI mehrwertige Symbole benutzen, mit 4-Bit, mit 8-Bit, dann ist die Symbolrate deutlich niedriger als die Bitrate. Die Bitrate ist dann ein Vielfaches von der Symbolrate. Ja, wenn wir mehrwertige Symbole haben, dann kriegen wir mehr Informationen gesendet. Ich formuliere es mal, bekommen wir sie gesendet. Das heißt noch nicht, dass wir sie sauber in Empfang nehmen können, das müssen wir gleich betrachten. Und deshalb messen wir auch Übertragungsraten und sowas in Baud, Symbole pro Sekunde. Symbolübertragungsraten, nicht die Nettorate oder die resultierende Bitrate, sondern die Symbolrate. Und die Abtastrate, die misst man auch so. Und jetzt hat der Harry Nyquist in einem amerikanischen Forschungslabor bei AT&T, war das glaube ich, 1924, auch das bewiesen. Nicht nur so motiviert und ein bisschen argumentiert, sondern der hat es wirklich mathematisch bewiesen. Wenn man einen rauschfreien, Achtung, rauschfrei, deshalb steht es da auch rot, Kanal nimmt und die Anzahl diskreter Signalstufen, die man hat, V sei, also bei 3-Bit hätten wir 8 diskrete Signalstufen. Wenn also V die Anzahl diskreter Signalstufen ist, dann ist die maximale Datenrate des Kanals 2 mal fmax. Das sind unsere 2n-Koeffizienten. Mal den Zweierlogarithmus von V. 8 Signalstufen, Zweierlogarithmus von 8 ist 3, danke. Dann setzen wir hier noch 3 ein.
Also schauen wir uns mal ein Beispiel an. Hier steht eins, 3000 Hertz, das ist ungefähr unser Telefonkanal. Wir haben 4 Signalstufen, ab in die Formel. Dann kommen wir bei 12.000 Bit pro Sekunde raus, die wir übertragen können. Jetzt kann man, naja, jetzt ist eigentlich Zeit, sich in die Hände zu reiben. Wir nehmen einfach mehr Signalstufen in unserer 3000 Hertz Telefonleitung und schon, zitza Zaubertrick, können wir in der normalen Telefonleitung auch ein Terabit übertragen. Wir müssen bloß entsprechend viele Signalstufen da reinpacken. 32-Bit-Zahlen oder sonst was. Oder 64-Bit-Zahlen gleich. Machen wir es doch richtig. Pro Signalstufe. Das stellt sich aber raus, dass das doch nicht so richtig klappt. Leider. Viele Signalstufen erhöhen zwar die Datenrate, aber es rauscht eben in unserem Kanal. Das heißt, wir können, wenn wir viele unterschiedliche Stufen pro Symbol haben, wenn also die Unterschiede zwischen unseren AIs zu klein werden, dann können wir die nicht mehr angesichts des Rauschens nicht mehr sauber auseinanderhalten. Und das Rauschen kann schon mal aus der Signalstufe 17 die Signalstufe 18 machen, wenn die zu nah beieinander liegen, sodass das Rauschen das von dem einen Niveau aufs andere Niveau hochbringt. Und das ist ein stochastischer Prozess. Also es wird zufällig mal was gestört und mal was nicht. Also so ein Kanal mit zufälligem Rauschen, wie viele Signalstufen kann man da noch sicher unterscheiden und damit auch übertragen, sodass es verstanden wird auf der anderen Seite. Und das hat auch der Claude Shannon 1948 veröffentlicht, die Antwort darauf. Hier oben steht die Antwort, sagen wir mal, nicht umgangssprachlich formuliert, aber verbal. Das Signal-Rausch-Verhältnis, Signal-to-Noise, N wie Noise, das begrenzt die Anzahl Bit pro Symbol. Das hatte ich ja hier schon eigentlich auch schon nahegelegt. Ne? Die Anzahl übertragener Bits ergibt sich also, und das ist dieses Shannon'sche Limit, als Fmax. Das wird natürlich aus diesem Satz hier abgeleitet von dem Nyquist, als Fmax mal der Zweierlogarithmus von 1 plus das Rauschverhältnis. Signal-to-Noise-Ratio. Wenn das Signal-to-Noise-Ratio, die Signal-to-Noise-Ratio, das Verhältnis, 0 ist, dann können wir überhaupt keine Information übertragen. Wenn es 1 ist, dann können wir gerade so ungefähr Fmax Bit pro Sekunde übertragen. Dieses hier, das hat der Claude Shannon wirklich bewiesen. Schauen wir uns mal Beispiele an, bei der Telefonleitung, bei der analogen Telefonleitung. Das analoge Telefonsystem, die Teilnehmeranschlussleitung, die Leitung im Netzwerk, die sind so konstruiert, dass man einen Rauschabstand von 24 Dezibel hat. Das ist ja so ein logarithmisches Maß, ne? Dann ist das Signal-Rausch-Verhältnis ungefähr 250. Und Fmax sei 3000, ab in die Formel hier oben, ne? den Zweierlogarithmus von 251, dann kommen wir so ungefähr auf 24.000 Bit pro Sekunde in der klassischen End-to-End-Telefonleitung. Heutzutage ist nur noch die Übertragung auf der Teilnehmeranschlussleitung, zumindest in Deutschland, nur noch die Übertragung auf der Teilnehmeranschlussleitung analog. Das Netzwerk überträgt die Signale komplett digital. Das heißt, da haben wir auch Signalrekonstruktion unterwegs. Die Bits, die in das digitale auf dem einen das digitale Backbone-Netz reinkommen, auf der einen Seite kommen, auf der anderen Seite praktisch fehlerfrei an, praktisch fehlerfrei. Die Fehlerrate in diesem ISDN-Backbone-Netzwerk liegt bei, ich glaube, irgendwo 10 hoch minus 12, 10 hoch minus 15, also richtig, richtig klein.
können also davon ausgehen, dass da keine Fehler entstehen, dass wir nur das Quantisierungsrauschen von diesem Analog-Digital-Konverter nach G711 Müller oder Aylor haben. Und das kennt man, das ist theoretisch 39,5 Dezibel und praktisch 35 Dezibel. Wir bekommen also ein Signal-Rauschverhältnis von 3162 raus. Jetzt da oben wieder einsetzen und wir kommen auf praktisch 34,8 Kilobit. Durchsatz auf so einer Modemleitung im analogen Telefonnetz. Und das ist auch, naja, theoretisch wären es 39, aber man kann die nicht so richtig gut bauen, diese G711-Konvertierer, dass man da wirklich hinkommt an diese 39 Kilobit. Also 34.882 könnte man erreichen, wenn man sich ordentlich anstrengt. Und tatsächlich sind diese analogen Telefonmodems heutzutage so, dass man 33.600 Bit pro Sekunde erreicht. Also ziemlich nah an dieser Shannonschen Grenze auch ist. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe, wenn wir so eine Formel haben, so ein Gesetz, und das Gesetz sagt, knapp 35 Kilobit können wir kriegen und wir haben eine Modulationstechnik, die schafft 33.600, da kann man sagen, okay, wir haben das technisch Mögliche einigermaßen erreicht und kann sich zurücklehnen und freuen. Sie werden sich vielleicht fragen, analoge Telefonleitung, Modulation dafür, braucht man das noch? Ja, man braucht es. Ganz wesentlich sogar, das ist eine wesentliche Komponente der DSL-Übertragungstechnik. Deshalb werden wir diese Modulationstechnik, die Sie hier auch studieren, um dann daraus das abzuleiten, wie es DSL heutzutage funktioniert. Das müssen wir uns dann angucken. Das kommt dann auch noch zu einer, ja, wenn man es zum ersten Mal hört, wie ich finde, überraschenden Lösung. Aber darüber müssen wir dann sprechen. Ja, was wir jetzt in den nächsten ein, zwei Vorlesungssitzungen machen werden, ist, wie moduliert man denn und wie kodiert man für so eine vorgegebene Leitung? Wie kommt man denn jetzt auf einer Telefonleitung, das werden wir als Beispiel studieren, an diese 35.000 Bit pro Sekunde? Es gab übrigens auch mal eine Zeit lang, man kann sie immer noch kaufen, 56 Kilobit Modems. Was ist denn das eigentlich? Das sollte doch gar nicht gehen. Ne? Shannon hier oben, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Wir werden darüber sprechen und es stellt sich raus, dass die Frage da nicht ganz richtig gestellt war. Das hier unten ist auch schon fast die Antwort dafür. Wie kann man das G711 hier umgehen, um 56 Kilobit zu übertragen? Aber darüber müssen wir dann sprechen. Das Wichtige hier, was ich hätte vielleicht auch fett drucken können, ist die beiden obersten Fragen, die wollen wir jetzt dann anpacken. Und dabei werden wir auch eine Modulationstechnik bzw. eine Dekodierungstechnik studieren. Kodierungs-Dekodierungstechnik studieren, die ganz wesentlich ist für sämtliche Datenübertragung, die wir heute betreiben, an diesem Beispiel. Bevor ich das eigentlich anpacke, mache ich noch schnell die eine Folie, die ich vergessen hatte. Diese hier. Das habe ich beim Blättern gesehen. Beim letzten Mal waren wir noch hier bei den Satelliten, bei der Satellitenübertragung, aber die hier, die möchte ich schon noch erzählen, die will ich nicht einfach wegfallen lassen. Ich gehe mal hier vorne hin, da kann ich noch ein bisschen besser zeigen mit dem Pointer. Wir hatten ja über Frequenzen gesprochen, die wir benutzen, welche Frequenzen man in welchen Kanälen benutzen kann. Die haben unterschiedliche Eigenschaften, die Frequenzen. Manche niedrigen Frequenzen, die werden an der Erdoberfläche und an der Ionosphäre immer so hin und her reflektiert, sodass die um die ganze Welt rumgehen. Manche Frequenzen können wir durch die dünnen Kupferkabel nicht übertragen. Wenn wir
dickere Kabel nehmen, können wir wieder gut übertragen und so weiter. Dämpfung, Laufzeit, Dispersion und all diese Sachen. Und jetzt möchte ich ein wenig über das Spektrum sprechen, nur ganz kurz. Welche Bandbreite nutzbar ist in welchen Kanälen. Und wenn wir da so ein Twisted Pair Kupferkabelzeug anschauen, das was millionenfach verlegt ist, um unsere Häuser mit Telefon und Internet zu versorgen, um unsere Wohnungen zu versorgen, da kann man vernünftig so ein Band so bis ein paar hundert hundert Kilohertz, knappen Megahertz ausnutzen. Also zur Größenordnung 10 hoch 5, 10 hoch 6 Hertz kann man auf dem Telefonkabel benutzen. So Tiefseekabel, die werden zwischen 100 Megahertz, 100 Kilohertz und 10 Megahertz ist ähnlich benutzt, die analogen Kupferkabel. Und das Spektrum ist breit genug, dass man da viele Telefongespräche hineinmodulieren kann. Also diese dicken, alten Telefonkabel durch den Atlantik. Da gibt es ja auch Bilder von Telegrafenkabeln durch den Atlantik, die vor über 100 Jahren verlegt worden sind von Schiffen. Ne? Das sind so alte Dampfschiffe. Sie kennen, haben die Bilder vielleicht mal irgendwo gesehen. Koaxialkabel. So ein nutzbares Spektrum bis zu 10 hoch 7 Hertz, also 10 Megahertz oder noch mehr. Hohlleiter, diese Waveguides, über die wir gesprochen haben, also die funktionieren so mit Bändern bis zu 10 hoch 10, 10 hoch 11 Hertz. Und dann haben wir hier noch die Glasfaser, die übertragen, ja, sichtbares Licht bzw. Infrarotlicht, das Spektrum, was da übertragen wird, so bei 10 hoch 14, 10 hoch 15 Hertz. So benutzen wir die Kabel. Den Funkkanal, die drahtlose Übertragung, da gibt es den Langwellenfunk, das ist der um die ganze Erde drumherum kommt. Gibt nicht so viele Anwendungen. Zur nautischen Kommunikation wird das benutzt. Die Marinen dieser Welt benutzen das, um mit ihren U-Booten zu sprechen, denn so Langwellensignale kann man auch noch unter Wasser halbwegs empfangen. Also so eine Nachricht, tauch mal auf, ich habe eine Nachricht für dich, kann man auf diese Weise in diesen Langwellenkanälen an die U-Boote übertragen. Das ist eine wesentliche Nutzung. Es gibt noch ein paar Radiosender in diesem Spektrum. Und manche Radios funktionieren auch noch so. Dann gibt es die Mittelwellensender. Da haben meine Eltern, ihre Großeltern, das Radio empfangen, ihre Nachrichten geholt. Die Mittelwellensender, die haben so Reichweiten von ein paar tausend Kilometern. Kurzwellen, da amüsieren sich die Funkamateure. Die gehen auch noch relativ weit, also 6.000, 7.000 Kilometer bei speziellen Wetterlagen sogar noch weiter. Hier die Fernsehfrequenzen für das analoge Fernsehen bzw. DVB-T, also das Band so bei 100, 200 Megahertz und solchen Frequenzen. Darüber kommen die Mikrowellen, und wenn hier steht Mikrowelle, dann meine ich auch den Mikrowellenofen zu Hause. Das Ding, mit dem man sich Wasser heiß machen kann oder wie Milch kochen kann. Das benutzt 2,4 Gigahertz, so ein Mikrowellenofen. Glücklicherweise ist der gut abgeschirmt, sonst würden zum Beispiel unser Wireless LAN nicht funktionieren, das ist dieselbe Frequenzband benutzt. Wenn Sie jetzt dieses Klystron aus Ihrem Mikrowellenofen rausbauen und laufen lassen, dann geht auch wirklich das Wireless LAN vom Nachbarn nicht mehr. Aber das machen Sie bitte nicht. Verstößt übrigens gegen das Fernmeldeanlagengesetz. Ne? Und wenn die Sie einpeilen, und es gibt so Fahrzeuge, die rumfahren und solche Strahlungsquellen suchen, Sender suchen, wenn die Sie einpeilen, dann kriegen Sie schon auch Ärger.
Deshalb sage ich hier ausdrücklich, pfui, nicht machen. In diesem Band bei, naja, von 1 Gigahertz bis so 5 Gigahertz, da tummelt sich heutzutage der GSM-Mobilfunk. Das sind diese UMTS-Frequenzen, die vor 10 Jahren oder so ähnlich für ein irres Geld versteigert worden sind. Da sind die LTE-Frequenzen, die, glaube ich, letztes Jahr für Milliardenbeträge versteigert worden sind, wo sich Vodafone und die anderen alle so bedient haben und hinterher gestöhnt haben, dass es so wahnsinnig teuer war. Da ist unser Wireless LAN, da ist der Mikrowellenofen, da sind Funkfernsteuerungen für drahtlose Autos, ne, so Spielzeug und solche Sachen. Es gibt ein Band bei 2,4 Gigahertz. Das ist das sogenannte ISM-Band. Instruments, Scientific und irgendwas, ich weiß es nicht genau. Das ISM-Band, da kann man lizenzfrei übertragen, beziehungsweise da gibt es eine allgemeine Lizenz, wenn Sie sich an gewisse Regeln halten. Also Sendeleistung darf nur ein bestimmtes Maximum haben, dann brauchen Sie keine Lizenz zu beantragen bei den Regulierungsbehörden. Wenn Sie auf 1,9 GHz übertragen wollen, dann müssen Sie einen Brief schreiben an die Bundesnetzagentur oder sonst jemanden, oder an DirecTP, ich weiß es nicht genau, wer das macht, und sagen, ich möchte jetzt bei 1,9 GHz senden. Dann kriegen Sie natürlich einen freundlichen Brief zurück. Nö, das geht nicht, da ist schon jemand anders. So naiv geht es nicht, leider. Aber, naja, wenn Sie Mobilfunkprovider sind, können Sie diese Lizenzen, die Nutzung dieser Kanäle für, sagen wir mal, 10 oder 15 Jahre oder so ähnlich, gegen viel Geld kaufen. Die Kanäle, die schwer zu benutzen sind, irgendwie 5 GHz oder 20 GHz, die sind billiger. Aber die beliebt sind, die kosten eben richtig viel Geld. Dieses ISM-Band, das kostet uns nichts. Deshalb kann man in ein Geschäft gehen und so ein Gerät kaufen, da muss bloß ein Zettel drin liegen. Ich sende nicht mehr als so und so, mit so und so viel Milliwatt Leistung. Ich respektiere auch sonst alle Regeln, die in dieser und jener Bestimmung sind. Und dann dürfen Sie das Ding einschalten. Als Verbraucher ist man, glaube ich, übrigens verpflichtet, dass man diesen Zettel anguckt und überprüft, dass der auch dabei ist. Naja, ich muss zugeben, ich habe es noch nicht gemacht beim letzten Mal. Ich habe es nicht gemacht beim letzten Mal, als ich einen WLAN-Router ausgepackt habe. Ne? Aber da war so Papierkram irgendwie dabei, ich habe ihn bloß nicht gelesen. Schauen Sie es nochmal an, beim nächsten Mal, da ist der Papierkram dabei und da steht dann, welche Regulierungen eingehalten werden in diesem 2,4 Gigahertz Band. Wenn Sie so ein Mobiltelefon kaufen, dann sorgt der Hersteller dafür, dass das Gerät entsprechend dieser Normen und Standards funktioniert und es sendet auch nur, wenn Sie sich beim Provider erfolgreich einloggen können. Für das Einloggen haben Sie sozusagen eine Sondererlaubnis, dass Sie mal mit der Basisstation kurz funken dürfen, aber wenn Sie sich da nicht einloggen können, dann darf Ihr Telefon auch nicht funken, außer wenn Sie 110 anrufen. Also wenn Sie sich da nicht authentisieren können beim Provider. Und der Provider managt dann auch diese Frequenzen. Ja, also das ist in diesem Mikrowellenband. Dann gibt es hier noch, was alle benutzen können, auch bei der drahtlosen Übertragung, natürlich die optischen Bänder und das Infrarotband. Ich meine, ich kann eben eine Lampe zu Hause einschalten. Die Bänder sind dann nicht mehr reguliert. Ich kann auch mit meinem Nachbarn mit der Taschenlampe irgendwie morsen oder sonst was, das ist auch nicht reguliert. Aber gerade dieser Bereich hier, so sagen wir mal unter 10 hoch 12 Hertz, der ist intensiv reguliert. Bei leitungsgebundener Übertragung ist das frei auf Ihrem Grundstück, können Sie Leitungen verlegen, wie Sie lustig sind. Die dürfen bloß nicht zu viel abstrahlen. Sobald sie zu viel abstrahlen, also diese elektromagnetische Verträglichkeit, da gibt es auch Normen und Gesetze,
dürfen Sie es nicht mehr betreiben. Also Sie müssen schon für anständige Schirmung sorgen. Bei der drahtlosen Übertragung wird das durch Behörden reguliert und die Diskussion darüber, welche Bänder benutzbar sind und welche nicht, die ist intensiv. Und wenn die Industrie für Datenübertragung, mobile Datenübertragung weitere Bänder haben will, dann gibt es da alte, meistens alte Rechteinhaber, Leute, die diese Kanäle mal für wenig Geld gekriegt haben oder sogar umsonst zugeteilt gekriegt haben, weil es im öffentlichen Interesse lag, die diese Bänder nicht rausrücken wollen. Klassische Kandidaten für nicht rausrücken sind die Soldaten, die viel von der Bandbreite gekriegt haben für ihre Radarsysteme und für das Funken zwischen den Flugzeugen und zwischen den Panzern oder sonst was. Also die haben riesenhafte Frequenzbänder abgegriffen früher. Dann haben auch Fluglotsen und Flugzeuge und Schiffe, die haben auch alle früher was gekriegt. Die Radiosender, gerade die öffentlichen, haben was gekriegt und mögen es ungern rausrücken. Aber da gibt es dann auch so Details wie zum Beispiel die Funkmikrofone in den im Theater und in der Oper. Da hat es ja einen ziemlichen Kampf gegeben, so vor 2-3 Jahren oder vor 4 Jahren wegen den neuen LTE-Frequenzen, dass da also Frequenzen genommen werden sollten, die in der Oper benutzen für ihre Funkmikrofone. Und die haben dann gemeint, damit würde das wäre der Untergang der abendländischen Kultur, wenn sie diese Frequenzen nicht mehr benutzen können. In Amerika ging es nicht um die Oper, aber es ging um dieselben Frequenzen. Da waren es aber die Funkmikrofone bei der Berichterstattung, bei Sportereignissen, beim Football und beim Baseball und so weiter, die da angeblich gestört werden würden durch diese neue Datenübertragung. Also die regulatorischen Vorgaben, die sind vielfältig. Man muss sich daran halten. Bei der drahtlosen, bei der Funkdatenübertragung sind die ziemlich hart und ziemlich einschränkend. Bei der drahtgebundenen, leitungsgebundenen Übertragung geht es nur um die Abstrahlung. So, jetzt machen wir weiter mit Modulieren nach diesem kleinen Einschub. Und ich darf Sie immer noch bitten, wenn Sie irgendwelche Fragen haben zu sowas hier oder so, gehen Sie doch bitte dazwischen und fragen was. Oder tippen Sie hier Ihre Frage anonym ein. Ich habe ja gestern den Fernsehleuten erzählt, dass ich so hohe Hoffnungen habe, dass ich mehr Fragen kriege. Aber jetzt stehe ich hier wieder ohne Fragen rum. Irgendwann bin ich mal beleidigt. Als nächstes möchte ich über Modulation sprechen. Und im Wesentlichen geht es darum, dass wir bei der Modulation eine bestehende Schwingung, die wir Trägerfrequenz nennen, und dem anderen übertragen. Also wir übertragen, sagen wir mal, einen Sinus mit 10.000 Hertz. Übertragen wir den. Oder nehmen wir einen mit 30.000 Hertz. Auf einem Kabel oder im Funkkanal. Der andere merkt also, da sendet einer auf diesen 30 Kilohertz. Und jetzt, aber wenn der nur so sendet, dann merken wir, dass der sendet. Jetzt müssen wir Eigenschaften von dieser Trägerfrequenz ändern, sodass der andere, der Empfänger, sieht, dass sie sich geändert haben. Und daraus kann er dann auf das Symbol, was wir übertragen wollen, auf die Information, die wir übertragen wollen, schließen. Er könnte also zum Beispiel, wir könnten diese Frequenz ein- und ausschalten. Und das ist genau die Morserei. Und wenn Sie einen alten Western angucken, da sitzt dann einer so an so einem Taster, so machen, klopfen die da drauf rum, und dann schalten die das Signal, die Frequenz, ein paar hundert Hertz, ein und aus. Und der andere, der hört am Lautsprecher oder am Kopfhörer, dass diese Frequenz ein- und ausgeschaltet wird. Sie haben das ja sicher schon mal irgendwie gehört oder so. Jetzt gibt es diese Morse-Technik, Morse-Kodierung, die Samuel Morse vor 100 irgendwas Jahren
sich ausgedacht hat. Und die meisten von Ihnen kennen den Code für den Buchstaben S. Das ist dann, glaube ich, und für den Buchstaben U ist es Punkt, Punkt, Punkt. Naja, damit kann man es SOS übertragen. Jeder Buchstabe im Alphabet hat irgendeine so eine Codierung mit Ton ein, Ton aus, On-Off-Modulation. Das E, das ist der hier, ein kurzer Laut. Also kurzer Laut, Piep, langer Laut, Piep und dann wieder aus. Zwischen den Buchstaben muss man noch ein bisschen so Zwischenräume lassen. Und wenn die Leute das machen, so mit den Fingern, mit so einer Morse-Taste, das ist ganz schön schwierig. Ich habe das als Kind natürlich irgendwie versucht, auch Morsen zu lernen. Ich habe es nicht auf die Reihe gebracht. Und vor allen Dingen habe ich das nicht verstanden, was da kam, weil ich es irgendwie nicht fertig gebracht habe, dazu zu hören, den Takt zu halten. Und zu merken, das ist jetzt ein längerer Zwischenraum zwischen zwei Buchstaben und jetzt ist wieder ein Buchstabe da. Also wir ändern die Charakteristik einer Trägerfrequenz, indem wir sie ein- und ausschalten. Das ist eine einfache Technik, On-Off-Modulation. Formulieren wir es ein bisschen komplizierter. Wir ändern die Amplitude des Basisbandsignales, also dieses Piep von einem 30 kHz Ton oder auch nur 500 Hz Ton. Wir ändern dieses proportional zur Amplitude des Signales, das wir übertragen wollen. Also die Trägerfrequenz ändern wir proportional zur Amplitude des Basisbandsignals. Wenn wir also, und das können wir jetzt hier unten mal angucken, wenn wir ein Basisbandsignal haben, was so aussieht, also so ein langsamer Sinus, dann ändern wir hier die Trägerfrequenz, ne, die Amplitude. Also wir dämpfen die Amplitude und dann lassen wir wieder die volle Amplitude raus und dämpfen es wieder. Das Nutzsignal hier wäre also das hier. Das würde übertragen. Und die Amplitude, naja, von dem Trägerfrequenzsignal ändert sich. Jetzt kann der Empfänger, der sieht also dieses Trägerfrequenzsignal und merkt Amplitude hoch, Amplitude niedrig, Amplitude hoch, Amplitude niedrig und leitet daraus das Signal ab. Wir könnten auch irgendwie das digital so machen. Kommen gleich auch noch Zeichnungen. Brauche ich jetzt nicht zu machen. Das andere, was wir ändern könnten, ist die Frequenz. Wir könnten, wenn wir die richtige Elektronik haben, das geht gar nicht so, oder Elektrotechnik dafür haben, Elektronik dafür haben, das geht noch gar nicht so lang, das ist glaube ich 1930 oder so ähnlich, sind die ersten Prototypen gelaufen, auch die Frequenz dieses Signales, des Trägersignales ändern. Und das habe ich hier versucht aufzuzeichnen, ich habe so ein Mathe-Graph-Programm genommen und dann Formeln eingetippt, die sowas hier produzieren. Und Sie sehen, dass hier die Frequenz niedriger ist und hier sie höher ist. Ne? Da haben wir niedrige Frequenz, hier haben wir höhere Frequenz, niedriger, höher, niedriger, höher. Also wir könnten die Frequenz so ändern, dass wir unser Basisbandsignal da drin verstecken. Also niedrige Frequenz oder niedrigere Frequenz bedeutet eine 0, die wir übertragen, höhere Frequenz bedeutet eine 1, die wir übertragen. Das kann man übrigens auch mit der, hier steht es 1933 Armstrong, Abweichung von der Trägerfrequenz. Das war genau diese Veröffentlichung, das war glaube ich ein Vortrag bei einer Konferenz, den er gehalten hat und da waren die anderen Konferenzteilnehmer recht überrascht, als er das da präsentiert hat, dass er das kann und dass das geht. Man kann übrigens auch die Phase ändern, also zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn die Schwingung so nach unten geht, wenn der Empfänger zuhört, dann interpretiert er das als den einen Symbolwert und wenn die Schwingung so nach oben geht, interpretiert er das als den anderen Symbolwert. Und er tastet in einem festen Rahmen ab und der Sender muss jetzt die Schwingung so verändern,
dass der Empfänger mal eine fallende Flanke oder mal eine steigende Flanke von so einem Sinus bekommt und daraus den Signalwert ableitet. Das hängt schon eng mit der Frequenzmodulation zusammen und tatsächlich kann man das auch durch leichte Änderung von Frequenzen erreichen natürlich, diese Verschiebung der Phase. Und wir möchten uns das jetzt mal angucken, die verschiedenen Modulationstechniken, um dann daraus so langsam modernen Modulationstechniken zu nähern. Das erste ist das On-Off-Keying, OOK heißt das auch. On-Off-Keying. Wir haben ein Signal, das wir übertragen möchten, unser Basisbandsignal. Und das ist jetzt hier ein digitales Signal. Wir wollen uns hier darum kümmern, digitales Signal, digitale Daten, analoge Symbole, analoges Signal. Also, dieser Signalverlauf, der digitale, der wird benutzt, diese Frequenz, die Trägerfrequenz ein- und auszuschalten. Wenn wir einen 1er haben, schalten wir es ein, wenn wir 0er haben, schalten wir es aus, 1 eingeschaltet, 1 eingeschaltet und so weiter. Das ist so ein bisschen so wie das Morsen, wenn der Telegraphist die Taste drückt, ist der Schaltkreis geschlossen und der Ton wird übertragen, wenn er den Finger hebt, 0, wird er nicht übertragen. Also das wäre dann das, was tatsächlich hier auf der Leitung übertragen wird. Das Grüne ist die Trägerfrequenz. Dieses On-Off-Keying hat, wenn man lange Stücke hat, in denen nur 0 übertragen wird, natürlich auch Nachteile. Ja, denn dann weiß der andere nicht, ob da überhaupt noch einer sendet oder nicht. Auch das mit dem Taktrückgewinnen, das ist dann schwieriger. Man kann ja aus dieser Frequenz hier, kann man ja auch mitzählen und den Takt zurückgewinnen und so weiter. Also das kann man machen und das wird auch tatsächlich benutzt bei Fernsteuer, Funkfernsteueranlagen und so weiter. Aber es geht besser. Übrigens die Umschaltrate von Schwingung ein, Schwingung aus, Schwingung ein, Schwingung ein, Schwingung aus. Das ist die Symbolrate und das ist hier in diesem Fall auch gleich die Bitrate. Wir haben ja nur diesen Zustand ein und aus. Wir haben nicht den Zustand aus, ein bisschen ein und ganz ein oder sowas. Wir haben nur ein oder aus. Das mit ein bisschen, da könnten wir jetzt allmählich näher hinkommen. Übrigens dieses Shift, dieses Keying, der Ausdruck Keying kommt genau aus dem Morsen. Ne? Der Morse Key, das ist der, auf den ich drauf drücke, mit dem ich diesen Schaltkreis schließe und öffne. Da kommt der Begriff Keying her. Amplitude Shift Keying heißt, ich ändere die Amplitude des Signales. Shift heißt ändern, umschalten. Die Amplitude des Signales wird abhängig von dem Datenstrom geändert. ASK, ASK, Amplitude Shift Keying. Man könnte auch sagen Amplitudenmodulation. Hier ist es jetzt ein bisschen schlauer gemacht. Wir schalten die Trägerfrequenz nicht ganz aus, sondern wir schalten sie nur, die Amplitude nur kleiner. Also für den Einser übertragen wir die volle Amplitude und für den Nuller vielleicht nur die halbe oder ein Drittel oder sowas. Oder ein Viertel der Amplitude. Das hat den Vorteil, dass der Empfänger immer noch sieht, dass da Signal übertragen wird, auch wenn es Nullen sind, also Trägerfrequenz übertragen wird. Und als erstes kann er natürlich daraus folgern, auch wenn es viele Nullen hintereinander gibt, daraus folgern, dass der andere noch sendet, dass die Verbindung noch existiert und er kann eventuell auch noch sowas wie Takt oder so zurückgewinnen. Die Umschaltrate ist nach wie vor auch die Symbolrate. Jetzt könnten wir aber in so ein Symbol mehr reinstecken. Wir könnten ja als Amplitude 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 bis 1,0 übertragen. Jetzt könnten wir verschiedene Signalstufen schon in einem Symbol haben. Naja, das
wäre auch gar nicht so schlecht. Denn dann würden wir ja viel mehr Bits über die Leitung kriegen. Warum muss ich so viel gehen? Und das nächste, was ich Ihnen nahebringen möchte, ist das Frequency Shift Keying. FSK. Wir haben jetzt zwei Frequenzen, zwischen denen wir umschalten. Wir shift the frequency. Frequency Shift. Keying wieder, Taste drücken oder nicht. Naja, das machen wir jetzt nicht mehr per Hand. Das wäre sozusagen wie wenn wir beim Morsen zwischen niedriger Frequenz und hoher Frequenz umschalten. Also der 1er wird zum Beispiel durch die niedrige Frequenz übertragen und der 0er durch die hohe Frequenz. Wir haben zwei Schwingungen hier und im Sender so ein Schalter, der dann immer die Leitung an den anderen Schwingkreis, jeweils anderen Schwingkreis schaltet, beim Keying, beim Umschalten. Die frühen Modemtechniker, die haben den Nuller als Space bezeichnet und den Einser als Mark. Das kommt auch noch so aus der Morse-Technik. Ne? Zum Beispiel könnten wir 980 Hertz für Space benutzen und 1180 Hertz für Mark. Von der einen Seite, wir müssen jetzt nämlich noch ein zweites Problem lösen. Wir hätten ja gerne, dass wir auf einem so einem Adernpaar in der Richtung übertragen können und gleichzeitig in der Richtung. Wenn wir vielleicht was auszutauschen. Beim normalen Telefonieren können wir zwar beide gleichzeitig quasseln, wird auch übertragen, wir können es bloß schlecht verstehen. Deshalb gibt es beim normalen Telefonieren, ja, kommt darauf an, wie zivilisiert die beiden Telefonpartner sind. Da sagt der eine was und dann gibt man dem anderen einen Augenblick Zeit, auch mal was zu sagen und dann sagt der was. Dann wird die Leitung immer so hin und her geschaltet. Das könnten wir auch bei unserer Übertragung hier machen, aber vielleicht wollen wir eben auch Vollduplex übertragen. Das, was ich eben gesagt habe, das ist ja nur Halbduplex mit Richtungsumschaltung, beim Telefonieren. Vollduplex bedeutet, dass wir beide gleichzeitig senden können. In unserem Fall hier hätten wir für die eine Seite, originate heißt der, der die Verbindung aufgebaut hat, answer ist der, der die Verbindung entgegengenommen hat. Die answer Seite würde 1650 für Space und 1850 für Mark benutzen und der originator würde 980 für Space und 1180 für Mark benutzen. Das ist dieser Modem-Standard V21, den gibt es schon ein paar Jahre. In Amerika, bei dem Bell 103-Standard, das ist das Äquivalente, benutzt auch Frequency Shift Keying, sind das 1070 und 1270 Hertz und 2025 und 2225 für die Answer-Seite. So wie die Technik gemacht ist, kann man damit vernünftig 300 Bit pro Sekunde übertragen, voll Duplex. Das ist natürlich läppisch wenig heutzutage. Das war also die Technik, wie man früher Großrechner zwischen, sagen wir mal, Frankfurt und Hamburg miteinander verbunden hat. Die haben dann da eben Datensätze übertragen, aber das war eben auch die Zeit, in der die Dinger einen Hauptspeicher von 16 Kilobyte oder sowas hatten. Also da gab es, und so eine Festplatte hatte da gerade mal ein Megabyte oder 5. Da konnte man auch mit 300 Bit pro Sekunde noch ganz gut existieren. Ich meine, mit 300 Bit pro Sekunde kann man immerhin so in der Größenordnung von 40 Buchstaben pro Sekunde übertragen, immer noch schneller als wir lesen können, um so einen Terminal-Bildschirm oder sowas zu füllen. Dafür muss man übrigens etwas im Telefonsystem abschalten, dass es für Transatlantikverbindungen oder Long-Distance-Verbindungen gibt. Das ist diese Echo-Unterdrückung und da gibt es auch einen speziellen Pfeifton. Wenn man den sendet, dann wird die Echo-Unterdrückung auf der Leitung ausgeschaltet. So ein Signalisierungston aus dem analogen Telefonsystem. Ja, also das ist die Frequency Shift Key Modulation. Und als drittes muss ich dann auf das Phase Shift Keying eingehen.
Das hier, das war mal eine Zwischenfrage. Manchmal bekommt man ja Zwischenfragen in der Vorlesung vor ein paar Jahren. Und na, der hat geglaubt, er wäre schlauer als der Shannon, der Zwischenfrage. Aber man muss das schon ernst nehmen und das nochmal klar machen, argumentieren. Die Zwischenfrage war, ich habe zwei gleiche Bänder. Das Band A, das ist zwischen x Hertz und x plus n Hertz. Sagen wir mal zwischen 100 und 1000 Hertz. Jetzt kann man aber noch den Shannon ansetzen. Und dann weiß man hinterher, wie viel Bit man da übertragen kann. Jetzt nehmen wir mal aber viel höhere Frequenzen. Das Band genauso breit, ne, zwischen mx Hertz und mx plus n Hertz. Genauso breit, ne, n breit. Aber sagen wir mal zwischen 10.000 und 10.000 und 11.000 Hertz. Also nicht zwischen 0 und 1.000 Hertz. Dann hat der Student behauptet, da müsste man doch eine höhere Symbolrate senden können. Denn man kann ja die Unterschiede zwischen, man kann ja die Unterschiede zwischen den einzelnen Schwingungen, zwischen den einzelnen Bergen hier von unserer Schwingung viel besser erkennen, wenn es denn man zählt ja nur Extremwerte und das geht, wenn man viele Extremwerte hat, geht es ja irgendwie schneller, also müsste man auch schneller umschalten können zwischen den Symbolen und dann müsste man doch mehr übertragen können, wenn man schneller umschalten kann zwischen den Symbolen. Und naja, dem kann man natürlich kontern, indem man dem den Nyquist vorsetzt und sagt, die maximale Datenrate ist eben, das kann man beweisen und gut. Die Mathematik lässt sich nicht austricksen, oder die Naturgesetze lassen sich nicht so einfach austricksen. Aber man kann das natürlich auch nochmal versuchen, plausibel zu erklären, plausibel zu machen. Tatsächlich ist es ja so, dass das Signal die Abweichung von der Trägerfrequenz moduliert. Und die Unterscheidung, ob man jetzt 10.100 Hertz hat oder 10.200 Hertz hat, dazu muss man genauso lange abwarten, wie bei, ob man zwischen 100 oder 200 Hertz unterscheiden möchte. Das geht eben nicht schneller. Ja, man kann zwar leichter unterscheiden, ob man 10.000 Hertz hat oder ob man 100.000 Hertz hat, das weiß man auch früher. Aber mit der nötigen Präzision zu unterscheiden, ob man 10.100 oder 10.200 hat, dafür muss man eben dummerweise genauso lange warten und mitzählen, wie für das hier, um das präzise unterscheiden zu können. Und das ist die Irreführung bei dieser Argumentation, dass wir ja hier unterscheiden müssen zwischen 10.100 und 10.200 Hertz. Das Band ist ja noch genauso breit. Also das ist diese kleine Zwischenfrage, die ich mal bekommen habe. Und ich gebe zu, in der Vorlesung habe ich damals als erstes darauf geantwortet, wir haben den Satz, der ist bewiesen und gut. Eine vernünftigere Argumentation oder eine inhaltlich plausible Argumentation, warum das so ist oder ein Beispiel angeben, da muss ich noch nachdenken, das habe ich eben dann nach der Vorlesung gemacht. Also da hat eine Frage mal tatsächlich die Vorlesung vorangebracht. Als nächstes möchte ich hier noch, so viel Zeit wie wir noch haben, über das Phase Shift Keying sprechen. Die Idee ist, der Sender betrachtet ja das Signal zu gewissen Zeitpunkten. Er tastet es ab. Und genauso wie ich hier langlaufen kann, und hier ist immer die Mitte von einem Stuhl, wenn ich hier mit einer Geschwindigkeit langlaufe und einen bestimmten Takt habe, treffe ich immer die Mitte vom Stuhl. Wenn jetzt aber jemand die Breite des Stuhles sozusagen ändert, es also hier schmälere Stühle geben wird und ich mit diesem Takt hier lang laufe, würde ich auch mal hier mitten rein treffen. Unter der Voraussetzung, dass sie unterschiedlich breit sind.
Und dieses in der Mitte reintreffen, das meine ich, wenn ich sage, wir messen eine andere Phase. Wir sehen dann eben nicht, wir könnten steigende Flanke und fallende Flanke von unserer Schwingung messen. Wir könnten aber auch, sind wir jetzt hier auf der Spitze oder sind wir im Tal messen. Das wäre ja dasselbe zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn wir da abtasten. Hier wird also, wenn wir einen Einser betragen wollen, die Schwingung um 0 Grad verschoben. Und wenn wir Nuller betragen wollen, wird sie um 180 Grad verschoben. An dieser Stelle, wenn wir hier messen, hier sozusagen in der Mitte messen, oder nein, sagen wir mal hier zu diesem Zeitpunkt, genau. Immer, ja, sagen wir mal, zu diesem Zeitpunkt in der Schwingung messen, nach einem Drittel oder so ähnlich. Hier sind wir hier unten, wenn wir hier messen, sind wir da oben. Unten, unten, oben, oben, unten. Und das wäre genauso ein Phasenmessen. Sind wir jetzt in der Phase, wo die Schwingung oben ist oder unten ist? Wir könnten natürlich auch auf steigende Flanken messen. Der Sender muss also hier zu diesem Zeitpunkt, wenn er umschaltet, zwischen Mark und Space umschaltet, die Phase um 180 Grad ändern, hier wieder um 180 Grad ändern, hier nicht ändern, hier wieder um 180 Grad ändern, nicht ändern, um 180 Grad ändern und so weiter. Natürlich muss der Empfänger irgendein Referenzsignal generieren, damit er weiß, zu welchem Zeitpunkt er das denn da abtasten kann. Deshalb habe ich ja auch hier gesagt, so ungefähr nach einem Drittel, so ungefähr nach einem Drittel. Ja, und deshalb taste ich hier immer zum selben Zeitpunkt ab. Und meine Abtastrate, der Zeitpunkt, zu dem ich abtaste, den muss ich irgendwie aus einem Referenzsignal gewinnen. Das kann man vielleicht selber machen mit ein bisschen Hilfe hier von diesem Signal. Oder ich kriege eben auf einer separaten Leitung so das Referenzsignal geliefert. Das möchte ich jetzt noch kurz sagen. Das führt uns zu so einem Phasendiagramm. Die 1 ist Phase um 0 Grad verschoben, die 0 ist Phase um 180 Grad verschoben. Naja, hier zum Beispiel, da oben hatte ich es, glaube ich, na doch, da hatte ich es gerade so. Ne? Die 1, 0 Grad verschoben, die 0 um 180 Grad verschoben. Dieses Phasendiagramm, das werden wir beim nächsten Mal dann benutzen, um das noch ein bisschen auszuweiten. Denn wir können jetzt auch das kombinieren mit der Amplitudenmodulation. Ja, dann können wir mehr Informationen in einem Symbol unterbringen. Wir können ja zum Beispiel bei dieser Phasenverschiebung, wir müssen ja nicht unbedingt dann immer dieselbe Schwingung haben. Wir könnten ja auch eine Schwingung haben, die dann eine niedrige Amplitude hat oder die volle Amplitude hat. Wir könnten jetzt also das hier kombinieren mit dem hier. Phasenmodulation und Amplitudenmodulation zusammenpacken. Und das könnte man dann in solchen Diagrammen anders zeichnen. Da könnte man zum Beispiel dann hier noch und hier noch weitere Punkte haben. Ne? Niedrige Amplitude und höhere Amplitude. Und dann kriegen wir schon 4 Punkte, die für Symbole stehen können. Und das ist auch genau das, wo wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Ich möchte bloß noch hier unten diese letzte Bemerkung loswerden auf dieser Folie. Das differenzielle Phase Shift Keying steckt die Information nicht in die Phase rein, sondern in den Wechsel von Phasen. Wir haben also immer dann eine 0, zum Beispiel, wenn sich die Phase nicht ändert, und immer dann eine 1, wenn sich die Phase ändert. So kann man das auch machen. Dann betrachtet der Empfänger die Schwingung und merkt, ui, jetzt hat sich die Phase geändert, jetzt ist umgeschaltet worden zwischen den Symbolen.
Jetzt haben wir nicht mehr das alte Symbol, sondern jetzt haben wir ein neues Symbol, ein anderes Symbol. Das Schöne ist, dass man daraus einerseits den Takt ableiten kann und andererseits auf die Information schließen kann. Aber da müssen wir dann beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Diese Taktrückgewinnung wird uns überhaupt immer mal wieder beschäftigen. Dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche wieder Montagnachmittag. Auf Wiedersehen.